Ja, nun ist es soweit. Es ist WrestleMania-Zeit, Leute. Und zwar, mit Cena dürfen wir um die WWE Championship kämpfen in einem Triple Threat Match gegen Randy Orton und MVP in einem Lumberjack-Match sogar, wie wir in der letzten Episode erfahren haben. Und bevor wir jetzt gleich loslegen, dieses Match zu wresteln, gib diesem Video doch einen Daumen nach oben für den Abschluss dieser Road to WrestleMania. Lasst uns anfangen. Triple Threat Lumberjack Match um die WWE Championship. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute da wirklich ringside stehen, weil das Spiel ja bloß 6 Wrestler gleichzeitig darstellen kann. Soweit ich informiert bin. So, es geht los. Ich fürchte mal, Legacy wird da rumstehen. Legacy und Vladimir. Alles klar. Triple Threat Regeln müssten ohne DQ sein. Sehe ich richtig? Wie? DQ ist ein? Was ist denn für ein Triple Threat Match? Oh Mann. Gut, dann müssen wir uns irgendwie eine Taktik zusammensuchen, dass der eine beschäftigt ist. So, das sieht gut aus. So, DiBiase kann ihn fertig machen. Während wir uns mal mit Orton beschäftigen. Zack. Hätten wir gleich schon pinnen können. So. Genau, DiBiase, machst du top. Aber in der Zwischenzeit muss ich mich ja wirklich um Orton kümmern, um ihn irgendwie Schaden oder ihm irgendwie Schaden zu führen. Oder ich nehme auch MVP, ist mir auch egal. Irgendwie Finisher aufbauen. Ach. Orton greifen die nicht an. Wer hätte das gedacht, was? Ach ja, gute alte Legacy. Der Champ ist doch hier. Haben wir doch gehört. In der letzten Episode am Ende, als wir mit MVP gesprochen haben, noch kurz davor. Und der MVP hat auch schon einen Signature-Move. Den will ich aber nicht abkriegen. Jawohl. So. Shoulder-Tackle. Okay. Ich hoffe mal nicht, dass dieses Match irgendwie 20 Minuten geht oder so. Das wäre nicht so optimal. Du sollst raus. Es wäre aber eigentlich schlauer, MVP mal rauszuschicken, ne? Weil der hier angegriffen wird. Und dieser hat immer noch einen Signature-Move. Nicht pinnen, bitte. Aber sein Signature-Move ist ja auf dem Boden. Aber das kann auch schnell passieren hier. Ich glaube, deswegen will er uns auch hier überziehen. Nein. Wrestelt euch gegenseitig kaputt. Nein. Gut. Da hatte ich nochmal Glück gehabt. Nein, ich möchte nicht raus. Du sollst raus. Lass mich wieder rein. Oh, Mann. Nein. Weg von Legacy. Weg von Mr. Mustache. Ja. Das war top. Das war top. Und unsere Finisher-Leiste ist mal wieder im Arsch. Ne, geht eigentlich. Der hat aber... Ich denke immer, Orton hat einen Finisher. Dabei ist das Kozlov. Du, raus mit dir. So, komm, Kozlov. Mach ihn fertig. Jawohl. Gib ihm Finisher. Vielleicht bringt mir das ja was. Er schickt ihn wieder rein. Warum? Ach stimmt, er ist ja ein Lumberjack. Die sollen ja die Gegner wieder reinschubsen. Genau. Genau, Orton, das wollte ich doch haben. So, Drop to Hold. Und, oh, Entschuldigung, einmal ins Mikrofon gekommen. Manchmal vergisst man es einfach. Diese Sprachfehler heute immer wieder, ne? Wir haben immer noch den 3.10. zum Aufnahmezeitpunkt. Habe ich in der letzten Episode schon mal gesagt. Und warum hat da jemand Wladimir Kozlov-Schild? Running Moves.
So, ich möchte vielleicht eine Aktion gegen beide gleichzeitig zeigen. Komm, Doppelteam-Aktion, Double Chokeslam. Nein, Double Gutbuster. Wunderbar. Wir haben gleich einen Finisher. Aber erst eine Signature-Move. Badam! You can't see me? You can't see me. Fuck it. So. Genau, genau das wollte ich ja machen. So, jetzt aber. Einmal Dings zeigen. Nein! Ja. Geht doch. Belly to belly. Ich hab ein paar Finisher auf einmal. Wie kommt das wohl zustande? Los, die müsste ich auch mal einsetzen. Bevor ich die gleich verliere. Och nö. Nein. Oh, oh, oh. Nein. Jetzt habe ich alle drei Finisher verloren. Nein. Und ich krieg die Finisher ab, ne? Natürlich. Es ist vorbei. Ja. Hab verloren. Och man. Komm schon, ey. Darf ich Scheiß nochmal machen? Oder wie? War das jetzt das Ende? Das wäre doof. Nö, ich will noch mal probieren. This cements my legacy as the most powerful person in WWE history. You're jealous? John Cena's jealous. I'm still WWE champion. I'm still Raw's general manager. I'm on top of the world, and there isn't a damn thing anybody. Mr. McMahon? Did I hear someone mention the most powerful person in WWE? Are you serious? Randy was talking about himself? Mr. McMahon, sir, please listen. No, Randy, you listen. I've been watching your actions during the last 2 months. They've been detestable. Abuse of power. Selfish incompetence. While I recognize you as reigning WWE champion, as far as being general manager of Raw is concerned... You're fired. Randy, you're fired. My daughter, Stephanie McMahon, will be returning to the position of GM. And without you pulling power plays, I have confidence she will do an excellent job. Randy, I expect to see you in my office first thing Monday. We have a lot to discuss. What a crazy end to a monumental WrestleMania. Für ein Kack-Ende für eine WrestleMania. But he very well could lose this war. Ich möchte dieses Match gewinnen. Ach, kann ich machen. Ein Glück, kann ich es nochmal machen. Ich dachte, das wäre jetzt wirklich das Ende. So, Rückkampf. Gleich einen Scheiß nochmal. Aber das Ende war auch schön. Eine WrestleMania muss doch mit einem feiernden Cena enden. Das weiß doch jeder. So. Der Falsche. So, MVP soll raus, damit ich mich um Orten kümmern kann. So, ab geht's. Neue Taktik, MVP immer rausschmeißen. Einfach immer rausschmeißen. Aber ich glaube, das geht nicht ganz so gut. Du sollst raus.
Bin ich froh, dass ich diesen Scheiß normal machen darf. Weil ich will euch ja nicht enttäuschen hier. Vor allen Dingen, es gab ja bei der Undertaker-Storyline noch ein anderes Ende, wenn man verliert. Das könnt ihr mal YouTuben, wenn ihr wollt. Das war auch ganz interessant. Das habe ich euch ja leider nicht gezeigt, da ich ja nicht wusste, dass zwei Enden verfügbar sind. Nein! Oh nein! Nein! Der Falsche ist draußen! Der Falsche ist draußen! Der Falsche! Der. Genau! Genau! Geh alleine raus! Adam! So, whip in! Jawohl! Zeigen wir eine Aktion? Ja! Schön! Einmal taunten und haben wir gleich einen Signature Move. Nein. So, jetzt aber. Nein. Ich wollte doch den Five Knuckle Shuffle zeigen. Jetzt aber. Jetzt doch. Hoffentlich kann er uns nicht unterbrechen oder sowas. Es wäre vielleicht nicht ganz so gut. Ich werde mir noch nicht gleich die drei Finisher sichern. Das wäre etwas doof. Ich werde nämlich jetzt den FU zeigen. Spinnst du? Den kriegst du halt den FU ab. Oder der STF geht auch. Ignorieren. Och Mann, ey. Tag automatisches Aiming. Du sollst raus. Geh zu Kozlov. Nochmal. Nochmal die gleiche Taktik. Ab. Badam. Toten. So, Signature Move. Geht doch. You can see me. But you can see, this Five Knuckle Shuffle. Yeah, 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 yeah. So, du sollst raus! Nein! Konnte er doch nicht! Hoffentlich macht er keinen Pin. Scheiße! Das kann nicht wahr sein! Jawoll! Bin doch mal rausgekommen! Lass mich in Ruhe, verdammte Scheiße! Kack, Triple Threat Regeln. Ich hab verloren. Ich hab den Finisher verloren, so. Raus mit dir! So, rein! Und das ist das Ende. On. One. Two. Three. Nein. Scheiße. Vielleicht fehlt doch noch ein Attitude Adjustment oder ähnliches. Lass mich den umdrehen. Fick dich. Nein. Scheiße. Power Slam. Da muss ich rauskommen. Komm MVP. Breche. Oder ich schaff's auch alleine. Auch gut. Running Noob! Running Noob! Raus. Hey! Jetzt aber! Geht doch! Und ich versuche sofort MVP rauszuschmeißen, irgendwie. Und dann der FU. Und dann hoffentlich. Dann hoffentlich. Das ist der Falsche! Ja, komm. Komm rein hier. Jawohl, jawohl. Gut, DiBiase. Machst du top. Rein. Und pin. Komm, das ist der Sieg. Das muss es sein. The Champ is here. Super, Mikey Cole. Hast du top gesagt, würde ich mal behaupten. Ah, das ist das Ende, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ja, das ist das Ende, was ich mir vorgestellt habe. Ach schön. Randy ist gefeuert. You're making me sick.
I'll be damned if the two of you leave that ring on your own two feet. Jetzt wird er nochmal gefeuert, bestimmt. Ja, ja. Cody, Kozlov, get in there. Oh, no you don't, Randy. I think we've all had enough of your antics, Randy. John earned the WWE Championship, and I'm going to earn some satisfaction, too. Under authorization of the WWE Board of Directors, you are hereby stripped of the position of General Manager, effective immediately. I'm regaining the position, and believe me, you have a lot to answer for. John, I'm sorry to interrupt your celebration. Please, carry on. Juhu! What a finale to an unprecedented WrestleMania. John Cena has got back everything. Meanwhile, Randy Orton has lost everything. And based on what Stephanie said, I'm sure the bad news is just starting for him. The road to WrestleMania has come to an end, and John Cena stands triumphant. Thank you very much for joining us for this epic event. The champ is here. The champ is here. Once again. Und jetzt kommen die Credits. Aber wie gesagt, die gucken wir uns erst bei der Chris Jericho Storyline an, bis zum Ende. Und natürlich würde ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit und schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das, wie ihr die Road to WrestleMania von John Cena fandet. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der vorletzten Road to WrestleMania. Und diese ist dann von Rey Mysterio. Gut, das war's. Wieso steht da beendet und bei denen nicht? Keine Ahnung. Gut, bis dann, bleibt so seid. Euer Franz Zock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.